Ihr seid wieder, besiege den Pinguin. Dün, 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 dün. Na, ha, ha, hein. Das mache ich zum Schluss. Ich rutsch mal ganz gemütlich runter. Ist auch nur dafür da, die Münzen zu kriegen. Okay. Wenn man gemütlich runterrutscht, dann geht das sogar. Und so schnell, naja. Man sieht's ja immer. Okay. Das habe ich. Ja. Ist mir egal. So. Das sind 70. Die roten geben ja 2. Die blauen 5. Irgendwie. So eine Art. Ich habe mir viel zu lange in diesem Level eigentlich auf. Ja. Und auf. Din, 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 din. Okay. Nein. Brauchst nicht rutschen. Du sollst nicht rutschen. Du sollst laufen. Du sollst die Münzen holen. Ich will die Münzen haben. Sonst würde ich auch nicht hochlaufen jetzt. Okay. Okay. Springen da immer so hoch. Sind ja nicht mehr viele. Ist richtig. So ein großes Ding verfehle ich auch noch. Na, geht doch. Jetzt haben wir den auch. Endlich. Speichern. Hole ich mir mal noch mal ein Leben dazu. Hey. Tschüss, Pilz. Diese widerspenstigen Dinger, ey. Wie war das, was da Gefahr sieht? Hallo? Schnief, Schniff, mein einst stattlicher Körper hat sich in Wasser aufgelöst. Ich würde alles für einen neuen Körper geben. Vielleicht kannst du mir helfen? Machen wir hinterher. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das überhaupt funktioniert hat, wie man damit angefangen hat. Kann ich das? Na, ich kann den Kurs verlassen. Schauen wir erstmal die Leben. Ich weiß auch gar nicht, ob er das gerade gemacht hat. Ups. Egal. Jetzt sollten wir es aber schaffen, endlich. Oh. Zack. Jetzt schaffen wir das.
Normalerweise, wenn man nach den Münzen so lang rutscht, dann sollte man das auch hinkriegen. Wow, Pinguin, verschwinde. Nein. Geh weg. Du Drecksding. Geschafft. Oh, das war ja ein Mist jetzt. Geht doch. Hallo. Hier bin ich. Hey. Ich hoffe, wie ein blöder Pinguin rumzurennen. Du hast mich geschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schlittermeister, den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht überreichen, aber nimm diesen Powerstern. Du hast ihn verdient. Danke. Wo hast du ihn hier rausgezogen? Geh doch. Endlich. Baue einen Schneemann. Ich weiß halt noch nicht mal, wie das ging. Ich glaube, die Kugel hängt da oben drauf jetzt, ne? Kann das sein? Yep. Es hängt die Kugel hier auch. Ich weiß noch nicht mal, wie das war. Also ich weiß. Oh Mann, ich fühle mich so kopflos. Kennst du jemanden, der nach einem Körper sucht? Unten? Okay, dann los. Autsch. Genau. Ich muss da runter jetzt. Nein, hör auf. Das war doch irgendwie so, ne? Tschüss. Okay, so war das schon mal nicht. Den. Autsch. Und runter. Und zum Glück kann man hier keinen Schaden nehmen, wenn man springt. Normalerweise müsste die Kugel ja wieder oben sein jetzt. Ich bin fast runtergefallen. Zack. Okay, da ist sie wieder. Ja, genau. Und diese komischen Kanten, wo er sich nicht dran festhalten kann. Mal nochmal, ja. Autsch. Okay. Das war irgendwie so, ne? Oder gegenschlagen? Ich probiere alles aus. Den. Komm. Die sind nervig. Die Hüpfbrüder. Das ist auch mal so geil. Du bist schon unten gelandet. Schreit er immer noch. Okay. Jetzt schaffen wir das aber. Sonst, ganz ehrlich, muss ich echt mal nachgucken, wie das ging.
Okay, dann würde ich sagen, mache ich eine kurze Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Eben habe ich gerade kurz das Mikro gemutet. Ja, ganz ehrlich, ich habe echt mal reingeguckt. Und das ist ja so einfach normalerweise. Ich muss mich nämlich hier hinterstellen, weil die Kugel verfolgt ihn ja ein Jahr. Wow. Ich bin auch der Meinung, ich habe den früher bis jetzt ein einziges Mal gemacht, den Schneemann. Was mir einfach zu nervig war als Kind. Und beim letzten Mal, wo ich Super Mario 64 gespielt habe, vor 6 Jahren, habe ich es nämlich auch nicht gemacht. Ja. Ist halt manchmal so. Leben. Also, komm raus da. Gut, dass der Schneemann so blöd ist zum Treffen. Und ich fast wieder so blöd beim Runterfall. Okay. Jetzt schaffen wir das, aber... eigentlich. Da will ich nicht rein. Nein, nein, nein. Hier bin ich. Mit? Eigentlich soll das so gehen. Hä? Ja. Hä? Und hängen wieder im Schnee. Und da muss ich echt vor den rutschen. Hallo? Wenn zu blöd ist, da hochzukommen, ey. Nein, nicht runterrutschen. Hör jetzt auf zu rutschen, Mario. Hör jetzt auf zu rutschen. Nein. Mal. Dann klammer los. Und treff mich. Hier bin ich. Ist das schon wieder runtergekullert? Was? Ganz ehrlich, keine Lust. Irgendwie... bin ich ein bisschen zu blöd dazu oder so? Keine Ahnung. Voll dunkel gerade. Das wird doch wohl. Eigentlich. Vielleicht Doppelbelichtung, keine Ahnung. So. Egal. Dann. Da kommen wir auch schon rein. Ach ja. Die machen mir ja auch Schaden. Schaden. Aha.
Steht da überhaupt drauf? Kann man gar nicht lesen. Der war der, ne? In dem Level genau. Autsch. Mein Level. Tschüss. Geh auf Geisterjagd. Big Ball, Boos, Borg. Komm nur näher. Keine Ahnung. Ich kann das mit den Lachen nie. Vielleicht so. Boink, boink, boink. Schrei mal noch weiter. War die Ansicht echt so? Nicht so schlecht, oder was? So. Okay, jetzt muss ich mal wieder gucken. Ich bin ein Schreckgespenst. Das werde ich meinem großen Bruder erzählen. Dann kannst du aber was erleben. Ist mir doch egal. Ich mach dich platt dann und wann ich will. So, okay. Komm ich aus der anderen Tür wieder raus? Ist irgendeine andere Tür? Das, ja, komm. Die reden jetzt immer dasselbe. Hier geht's doch zum großen Bruder, ne? Ich glaube, ich habe die richtige Tür gleich erwischt. Nee, nicht. Ja. Autsch. Wilder Geist. Schnell ging das denn? Ja, das wirst du deinem großen Bruder erzählen. Immer und immer wieder. Ich wusste gar nicht, dass sie das so oft gesagt haben früher. Klar, hier fliegt alles durch die Gegend. Hui. Jetzt. Das kann ich. Ja, dafür braucht man die blaue Unsichtbarkeitsmütze. Ich habe gerade nur gar keinen Schimmer mehr, wo es sie gab. Hier ist das fast nur Klavier. Genau. Dün, 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 dün. Das kann ich, wenn man da überhaupt hoch konnte. Einfach mal probieren. Okay. Na gut. Dann einmal raus hier. Und dann hier hinten lang. Erstmal. Dass ich mir wieder den Münzstern zuerst hole. Okay. Yahoo. Hallo. Oh, war das knapp. Warum ist die Ansicht denn hier so merkwürdig? Gehört das so? Scheinbar ja. Oder das so eng ist alles. Oder um abzufacken. Ich glaube ja, um abzufacken. Hier war ja auch noch eine Tür. Hier war ja auch noch eine Tür. Weg mit dir. Ja, das ist mein großer Bruder, den ich weiß. Ah.
Ach. Keine Ahnung, was das gerade war. Hier komme ich nicht durch. Ach so, das ist da durch das Bild. Das habe ich aus Sim zu schnell weggedrückt. Ich glaube, jetzt war die Leiter aktiv. Also die Treppe, nicht die Leiter. Das ist so lange her, wo ich das gespielt habe. Wer bist denn du? Ein blöder Geist. Nein. Hör auf. Nein. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Geist auch gab. Okay. Der erste Stern. Aber den gehe ich mir später holen. Aber da kommen wir nicht gerade noch gar nicht hoch. Was war das eigentlich für ein Schatten eben? Da. Okay. Hallo Auge. Völlig schnell voll schnell verwirrt. Okay. Jetzt können wir erstmal nicht mehr sterben. Ja. Da war das halt. Okay. Karussell Time. Was war das mit dem Karussell hier eigentlich? Gar nichts, ne? Ach, wahrscheinlich komische Hinweise, ich weiß das nicht. Ich weiß jetzt nicht, welche Tür welche war. Okay. War hier hinter noch irgendwas? Ja, der andere Eingang. Ich weiß gar nicht mehr, was das... Was hat dieses komische Karussell eigentlich gebracht? Eine Abkürzung, oder? Mhm. Ich kann nicht tauchen. Hä? Ich verstehe das Level irgendwie nicht. Oder das geht halt echt weiter erst, wenn man das andere freigeschaltet hat. Ach Gott. Ach so, so eigentlich das nächste Level eigentlich. Eigentlich. ich muss mal ganz kurz schauen. Ich mach gleich weiter. Hm. Sieht das echt zu dunkel aus? Es geht. Ich bräuchte halt echt einen dritten Bildschirm. Dass ich das nicht mehr aussehen kann. Genau, da oben ist nämlich der Stern. Hier war das Klavier. Ach, come on.
Da komme ich gar nicht hoch. Warum geht denn das jetzt bitte schön hoch? Muss ich in einer anderen Kombination da durchgehen oder wie ist das? What? Okay. Wenn ja, dann das habe ich auch noch nicht gewusst. Okay. Antlitkiller. Gut zu wissen. Hab ich auch was Neues gelernt. Nach all den Jahren. Seitdem ich das Spiel eigentlich kenne. Ich will mit einem komischen reinspringen. Besuch Big Bo's Kerzel. Jetzt soll ich da runter. Aber. Aber wenn ich nur sein Karussell besuchen soll, dann wird das doch eh sein. Dass nichts nützt, die ganzen Münzen zu sammeln jetzt. Erst wenn das eigentlich so weit ist. Das einzig Nervige ist wirklich hier die Kamera in dem Spiel. Dann wäre wahrscheinlich die Steuerung auch einfacher. Ja, ich weiß. Ich habe viel zu meckern. Lass mich. Genau. So kannst du rumrennen. Schon wieder so ein großes Mistvieh, ey. Irgendwie kommt mir die Musik auch bekannt vor. Ich weiß nicht, wo die das Lied recycelt haben. In irgendein Teil. Haben das nämlich recycelt. Das kommt mir halt auch so nicht nur hier in dem Spiel, sondern generell so richtig bekannt vor. Also nicht nur in dem Teil. Yahoo! Speichern. Hallo. Okay, das habe ich auch nicht hingekriegt bis jetzt. Löse das Büchereirätsel. Hä? Das Büchereirätsel? Das kann ja nur hier sein. Ne, nicht hier. Hier. Oder ist oben noch eine Bücherei gewesen? Ah ne, oben war ja noch eine, ne? Da war ja was. Genau. Halt dich komisch fest, aber ich schaff das nicht, dich hochzuziehen, alles klar. Ah, diese Steuerung. So, dann wollen wir mal gucken. Die Bücherei ist nebenan. Okay. Autsch. Oh, das war wie? Ich glaube so.
So und so. Okay, war sogar richtig. Ich weiß nicht, warum ich... Das war eigentlich nur reines Glück. Okay. So, jetzt muss eigentlich mit den 6 roten Münzen kommen. 7 Münzen. Okay.